Ich heiße Jorelli Rincon. Ich habe angefangen, als ich 8 Jahre alt war, in Bucaramanga. Bucaramanga, das ist die Stadt, in der ich geboren wurde. Und mein Bruder hat mir beigebracht, Fußball zu spielen. Und mein Bruder sagte dann auch zu mir, irgendwann wirst du die beste Fußballerin der Stadt sein und danach die beste Fußballerin in Kolumbien. Und dann irgendwann eine der besten Spielerinnen auf der Welt. Ja, bei der Weltmeisterschaft, bei der U20-Weltmeisterschaft, habe ich wirklich das tollste Tor geschossen. Und dann wurde ich auch nominiert für den goldenen Ball in der U20-Kategorie. Wenn ich nicht mit der Mannschaft trainiere, dann mache ich Cardio-Training am Morgen, wie heute Morgen auch. Und damit kann ich den Tag wirklich gut gelaunt beginnen. Ich lese auch gerne, trinke gerne Kaffee, ich gehe gerne ins Kino und auch ins Theater, wie alle anderen Leute eben auch. Ja, und bei mir zu Hause, da schauen doch alle Leute Fernsehen. Und ich zeige Ihnen gerne, dass ich genauso bin wie Sie auch. Herbalife kenne ich eigentlich mein Leben lang schon. Ich habe früh darüber gehört. Ich wusste nicht, dass es so gut war für Sportler. Aber als ich dann bei Herbalife angefangen hatte, habe ich gemerkt, dass es toll ist für Sportler. Für mich war es unheimlich wichtig. Ja, als Sportlerin und auch als Mensch. Die Marke spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Land und auch auf der ganzen Welt. Und die sind dann auf mich aufmerksam geworden. Da bin ich unheimlich stolz drauf. Die gleiche Marke, die auch Messi und andere der weltbesten Sportler unter Vertrag hat. Und die haben mich auch, Jorelli Rincon, unter Vertrag.